Hallo alle, ich bin's wieder, Flippenstein, Schmerzhalter, Knack aus dem rostigen Städtchen Lenkbach im Wiener Wald. Ich bin hier in der heitlen Spielhalle des Heitle Kindergram, also der ehemaligen Spielhalle des Heitle Kindergram, nein, der ehemaligen Spielhalle im Heitle Kindergram, im rostigen Städtchen Lenkbach im Wiener Wald. Und ich habe euch was mitgebracht. Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, sind meine Söhne. Die brauchen wir heute, hoffentlich, denn wir haben vor, einen Flipper für die Winterspiele der Saison 2022, nein, 2024, 25, soll ich nochmal anfangen? Nö, nein. Das ist ja nicht üblich, auszuprobieren. Und wir dachten da an einen Flipper, der den Klassiker Funhaus ersetzen soll, denn der Funhaus ist seit vielen Jahren in Betrieb. Und was würde sich da besser anbieten als The Addams Family? Den werden wir jetzt mal kurz eine Sichtkontrolle unterziehen. Wir werden gucken, ob alles passt. Und wenn es klappt, dann werden wir ein Testspiel spielen und sagen, wir geben ihn frei für die Winterspiele 2024. Das ist der große Plan. Genauso machen wir das. Los geht's! Was will man noch mehr? Im Kuhstall. Und ihr seht's? Wahnsinn! Ein Lego! Und der Rücken fliegt auch mal 2 cm. Freigeil, oder? Von uns überhaupt. Es steht schon mal oben am Flachbandkabel, das ist ja schon mal prima. Ein kurzer Blick auf das MPU-Board. Wir sehen keine Korrosion, wir sehen hier eine Notiz, NV-Rahmen bereits installiert, was kann besser sein. Das Fliptronic-Board ist okay, Soundboard ist auch eines drinnen, Displayboard ist da und das Power-Driver-Board ist auch augenscheinlich in Ordnung. Display ist auch eines im Gerät. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Und die Lämpchen sind auch da. Also im Kopf schaut es schon mal gut aus. Wir werden gleich mal wieder das Backglas montieren. Wir sind schon unter dem Spielfeld und mal ganz unter uns. So schlecht schaut es auf den ersten Blick nicht aus. Okay, eine Spule ist geerdet. Das nehmen wir mal so hin. Die Sicherung ist ziemlich schwarz, aber ich glaube eher, dass das Schmutz ist. Wir haben da noch ein paar Spulen, eine ohne Papier, das beunruhigt uns jetzt nicht sonderlich. Sogar die unterirdischen Kugellaufbahnen sind blitzeblank sauber, das ist selten bei mir. Schauen wir mal, da haben wir die Sinkbox, der Motor ist auch dran und der Nocker, der ist ja besonders wichtig beim Adams für die Seance, ist auch da. Eine Mappe mit den Anleitungen ist auch hier, nicht original, wie ich sehe, aber gedruckt. Und die Kassa. Schauen wir mal, die Kassa. Schauen wir mal hinein. Spannung steigt, was wird in der Kasse sein? Ich tippe mal auf 500.000 Euro in München. Nein. Ach, das sind die Mods. Diesen Flipper habe ich anscheinend mit diversen Zusatzdingen gekauft. Inklusive eine Fester, der leuchtende Lampe im Bild. Das wird natürlich bei mir alles entfernt, denn die Flipper sollen möglichst original sein. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ich erinnere mich jetzt wieder, war vom Spielfeld die Aufkleber runterzuklitzeln, die wir uns gleich anschauen. Wir klappen also das wunderbare Spielfeld nach unten, ohne uns die Finger einzuzwicken. Die Schilder sind vorhanden, eine Custom Card mit der Kurzanleitung für den Flipper, die Informationen vom Flipperstein Schmatz. Das Gerät hat die Seriennummer I597815 von Belli. Es wurden 20.270 Stück produziert. Bautag war der 24.01.2015. Oh! Nein, Kaufdatum. Peinlich! Das Kaufdatum war der 24.01.2015. Das heißt, der ist bald 10 Jahre da. Und kaum gespielt. Bin gespannt, ob er noch geht. Produktionsmonat ist der März 1992. Fliptronic 1, wissen wir, das einzige Gerät, das von Williams mit Fliptronic 1 gebaut wurde. Es steht in der Heitle Spielhalle und unsere Inventarnummer ist die FW-00059. Ja, Kaufdatum. Wieso ist das Kaufdatum zweimal auf der Karte? Na, da kann man es nicht vergessen. Das Spielfeld. Das Spielfeld. Nicht original ist hier die Folie auf dem
Bookcase, den werden wir jetzt einfach ignorieren, die stört nicht sonderlich. Am Singboxerl haben sie auch Pickel drauf gepickt, ja, soll so sein, stört nicht. Die Rampen sind pipifein sauber, die Gummis sind in ganz gutem Zustand, dafür, dass sie offensichtlich schon 10 Jahre da sind. Das Stühlchen hat einen Hohlprotektor, das ist immer gut, wir wollen nicht wissen, wie es drunter, es schaut gar nicht so schlecht aus, man kann reingreifen. Also optisch schaut das Gerät jetzt absolut in Ordnung aus. Sogar dieser Bereich, und das ist jetzt für die Insider, dass die Adams dazu tendieren, dass hier im grauen Bereich das Holz Risse bekommt und da Schäden drinnen sind. Das war schon bei einigen solchen Flippern, die ich hatte, der Fall bei einigen Adams. Und dieser hier hat sich sehr gut gehalten. Schauen wir mal, da leichte Schlieren drinnen, das ist jetzt... Wir werden da kurz drüber wischen, nur so um sicher zu sein. Jetzt im Nachhinein betrachtet, denke ich mir, dass eher meine Finger schon dreckig waren, denn viel Dreck ist da nicht runtergegangen. Das Tuch ist auch sauber geblieben. Schauen wir mal, wir werden den jungen Mann bitten anzustecken. Herr Schmatz, bitte stecken Sie das Gerät an. Jetzt wird es gleich raus. Jetzt könnten die Funken ausfahren. Wir gehen mal zurück ein Stück. Die obere Steckdose wird verwendet von dem Herrn Schmatz Junior. Der andere ist in sicherer Entfernung. Und es passiert nichts, das ist ein gutes Zeichen. Dann werden wir ihn jetzt mal da höchst geheim einschalten. Und es passiert noch immer nichts. C15. Dann schauen wir mal. C15, hier haben wir schon C laufen. Das heißt, das schalten wir mal ab. Dann schauen wir mal da hinten. War der falsche? Ja. Legst du mal den Schalter am Adams um, schauen, ob da was passiert. Er kann es nicht. Er kann es nicht. Wir können. Oh je, es wird nichts mehr in Adams. Ganz nach vorne. Gut, alle guten Dinge sind drei. Wir probieren die nächste Sicherung. Und den Schalter bitte wieder. Hochtechnisch, wie wir das jetzt erforschen. Nö. Einen habe ich noch. Den Schalter bitte. Ah, er macht Lärm. Das habe ich gemeint. Schaut nicht schlecht aus, so auf den ersten Blick. Gucken wir mal kurz ins Menü. Er ist auf jeden Fall laut. Gehen wir mal auf, machen wir ein bisschen leiser. Oh. Man kann sagen, die Lautstärkenregelung funktioniert nicht. Also so leise habe ich noch nie einen Flipper gedreht. Bei Null? Bitte, bei Null macht der so einen Lärm. Die jungen Leute streiten schon, wer beginnen darf. Ich will der Letzte sein. Das ist schon mal ein Zeichen, dass man die jungen Leute gleich mal rüberschickt zum Hofkehren. Und der alte Mann wird so stressen. So, eine Lockdown-Bar hätte ich noch gerne. Die ist weg. Okay, wir können leider nicht. Da! Ah, hinter der Kamera. Die hat sich hinter der Kamera versteckt. So, Lämpchen leuchten ziemlich viele. So, los geht's! Ja, er gab halt, der kennt sich aus, der junge Mann. Und auf die Rampe! Quicksand, Fumes, Toxic Waste, it's all ours! Ja, auf jeden Fall ist er schnell. Schauen wir mal, ob der ist schnell, ja, ist gestriegelt. Schauen wir mal, ob der ältere Herr mehr erreicht, er muss schon die Hände knacksen. Und Skillshots! Bit Old Man! Was heißt das? Bit Old Man!
der Flipper, der bekannterweise die schnellsten Schlagtürme hat, der hat 5 Stück so montiert, dass es ganz wild herumfunktioniert. Jetzt hätten wir Stress, er sollte für Glück umgefallen auf die mittlere Rampe schießen. Wird er es schaffen? Es schaut schlecht aus. Singlet, oh, er hat es nicht geschafft. So, ich habe kurz gespielt als dritter Spieler. 107 Millionen. Mal schauen, ob das jemand einholt hier. Glaube nicht. Zur Information, wenn ihr diesen dritten spielen wollt, das ist total super. Ja. Du brauchst nur die mittlere Rampe schießen und dann kommt die Kugel von unten, entweder links oder rechts. Du schießt in den Stuhl und hast das nächste beleuchtete Fenster des Hauses aktiv. Mit Multiplen, mit Millionen und ersten Aufgaben. Wenn man gegen das Bücherregal 5-mal schießt, geht's auch. Ja, 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 ja. Mit 3 Bälle rein und man hat Multiplen. Und jetzt kommt die Kugeljagd, das heißt, da müsst ihr jetzt alle Löcher schießen, zum Beispiel das Bookcase und links oben. Da schießt rein. Ja, okay. Das war die Antwort. Und mal schauen, was der nächste junge Mann. Er ja, wird jetzt wieder knacksen, dass er irgendwas reißt. Nein, mach nicht. Ich werde den Skill schon. Ah, er hat Green, das heißt, er kann schon reinkommen. So, hab ich schon. Jetzt ist die Tür offen. Ja, die erste Kugel ist eingeloggt. Jetzt wird er einen Skillshot machen. Und das Händchen wird sich die Kugel holen. Nein, kein Skillshot. Die Rampe nicht ganz, ganz gefährlich. Die Rampe nicht ganz geschafft. Und ein Fenster, welches Fenster? Extra mal beleuchtet. Das heißt, das könnte er. Go, man. Extra Ball hat es bekommen. Das Händchen holt sich die Kugel für den Quick Multiball. Nein, großen Multiball. Nein, das heißt, wir brauchen jetzt noch eine eingeloggt in ein rotes Lämpchen und dann haben wir Multiball. Keep them all! I have a whole bucket full! Die Meldungen von Gomez sind immer die besten. Und wir haben das auch. Die Magneten sind schon aktiv. Überall ein Doppelkombo und jetzt noch ins Loch. Nein! Nichts mehr. Ah, der Magnet, ihr seht, was sich abspielt. Das ist das Beste. Ja. Und Multiball. Schauen wir uns mal ein glückliches Gesicht an. Im Multiball ins Vollschießen für Check, für Wiederbeleuchten, Rampe zum Beleuchten und Super Check von linke Rampe, Check von oben beim Drehen. Okay. Mal schauen. Ah. Und die Magneten bleiben an. Mal schauen, wie das mit Volt kannst du den nächsten Multiball-Checkpoint erreichen. Tja, das war schon wieder von diesem wunderbaren Flipperstein-Schmatz-Kindergramm. Oh, ist so. Oh, ist aber ein schönes Bild, das kann man so lassen. Das war schon wieder. Aber es fehlt uns noch die Hausübung. Die Hausübung. Finde heraus, welche zwei besonderen Funktionen der Flipper der Addams Family auf den Markt gebracht hat, erstmals in einen Flipper, was aktiv dazu beigetragen hat, dass er so erfolgreich gewesen ist. Finde das mal raus, das ist ein glorreiches Aufgabenthema. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann, hier im Eitle Kindergram oder hier auf diesem YouTube-Kanal. Mal schauen, was wir nächste Woche zeigen. Wir sehen uns normalerweise Donnerstag und Sonntag hier auf diesem Kanal. Und die nächsten Folgen auf diesem Kanal werden sein, was ich euch im Winter anbiete zu spielen im Eitle Kindergram. So, müssen wir noch eine Verabschiedung machen. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier im Eitle Kindergram oder hier auf diesem YouTube-Kanal. Ein Lego kommt. Drei Zentimeter. Da bin ich. Hallo. Ja. Frechheit, oder? Von und zu überhaupt.